Also hier könnte man bauen. Das Problem ist hier ganz klar, nun ja, suboptimale Platzausbeute. Natürlich mal wieder genau eins zu wenig. Das heißt, eigentlich müssten auch hier wir das Ganze hier eins nach drüben verschieben. Dann wieder die Straße nehmen, die hier lang ziehen und die dann einmal hier wegmachen. So, das geht. Jetzt können wir die Wohnung bauen und dann ist gut. Jo, dann machen wir so. So, so, so und so. Machen wir es so. Und so. Einfach weil es geht. Wir können ja hier leider keine schönen Deko-Dinger hinsetzen, aber nun ja. Ist trotzdem okay. Dann brauchen wir nochmal ein bisschen mehr. Dann kann man das so hier machen. Man kann hier die Straße so lang bauen. Und dann müssten wir eigentlich genug haben. So, jetzt drücken wir mal U. Wir könnten entweder die sofort ausbauen oder wir könnten hier ein bisschen mehr ausbauen, was ich eher befürworten würde. Die Transferroute leidet unter inadäquater Warenversorgung. Ja, weil die selber jetzt inzwischen mehr Stimulanzen brauchen. Na super, also darf ich jetzt noch mehr von diesem Scheiß machen. Eieieiei. Okay, da mache ich es nicht. Ganz ehrlich, ich fange noch eine neue Insel an, einfach weil es geht. Oder kann ich die hier gar nicht? Der hat ja so gut wie gar keine Küstenplätze, Mann. Ich kann die, glaube ich, gar nicht anfangen, oder? Halt, stopp. Hier ist irgendwas. Doch, hier ist was. Genau. Hier könnte ich eins hinsetzen. Da könnte ich eins hinsetzen. Da ist ein nettes Schiffchen, was komplett am Rande steht. Das heißt, ich habe hier zwei, drei Plätze. Drei Plätze, drei Plätze, drei Plätze. Hier kommt das hier kommt noch so ein Projekt hin. Hier ist ein Bergbauplatz. Da ist ein Küsten. Da ist ein Küsten. Okay, es sind hier definitiv. Oh, hier sind definitiv genug Bergbauplätze. Ein Bergbau, sage ich jetzt schon. Küsten. Zack. Und dann bitte einmal hier hin. Um auch das letzte dann jetzt einzunehmen. Hier haben wir leider keinen Küstenbauplatz mehr, ne? Da ist ja alles aufgebraucht. Es ist so ein Scheiß. Sehr gut. Die Custodians haben Ihnen bereits die Zustimmung erteilt. Ich dachte, sie haben vor kurzer Zeit gesagt, hier, die sind gegen mich, weil wir irgendwelche Auflagen verletzt hätten. Ach, die ändern auch ihre Meinung von heute auf morgen. Aber gut, mir soll es recht sein. Wir machen einmal so. Wir machen einmal so. Zack. Dann können wir hier einmal... Und hier einmal. Jetzt haben wir plus 4 Korallen. Und dann können wir... Zack. 0. So, jetzt müssten wir theoretisch in Ordnung sein. Jawohl. Und jawohl, genau. Dann produziere ich gleich mal wieder ein bisschen über. Ich weiß, ich könnte theoretisch jetzt eigentlich in die tundere Region gehen und das Zeug überproduzieren, aber alles beidseitig. Ich will jetzt erstmal das hier machen. So. Jetzt habe ich noch 4. Baue ich gleich noch eine Fabrik. Komm, weil es geht. Hier. Zack. Und zack und zack. Das müsste jetzt... Wir haben 2 zu wenig Vitamindrinks. Warum haben wir 2 zu wenig Vitamindrinks? Das ist Kacke. Mann, nix kann gut funktionieren. Ich bin heute im Homeoffice und ich habe einen Job für Sie. Befestigen Sie von mir aus. Zufriedenstellend. Ja, ist schön für dich. Wo? Da ist mein Schiff. Und da muss ich hin. Okay, dann einmal anbringen. Komm. Mach mal. Dann brauche ich mehr Vitamindrinks. Okay. Bauen Sie. Ja, ist gut. Ich brauche erstmal mehr Plus. Verpiss dich. Verpiss dich. Nein, weg da. Das ist okay. Ja, von mir aus. Da ist. Hallöchen.
da ist meins. Das sind die Superlegierungen. Dann bräuchte ich... Also ich habe hier zwei zu wenig von den Vitamin-Drinks. Aber sonst ist alles gut. Ja. Neuroimplantate ist auch alles wunderbar. Ja, perfekt. Und wir sind 3000 im Plus. Das heißt, wir könnten inzwischen uns die... Oh, Luxusgut. Luxuskost ist im Plus. Ja! Ja, ich freue mich ganz dezent. ja, genau. Also. muss mal ganz kurz nochmal überlegen. Also. Wir sind jetzt 3000 im Plus. Das heißt, wir können uns die Route hoch ins All leisten. Bedeutet aber nicht, dass wir uns ein Fusionskraftwerk leisten können. Das ist immer noch viel zu teuer. Also würde ich sagen, machen wir ganz kurz den Auftrag fertig. Und dann gucken wir mal, dass wir in der Tundra-Region nochmal ein bisschen weiterkommen. Denn dann haben wir auch das zweite Upgrade fertig. Sodass wir unsere Fabriken erweitern können. Also schauen wir mal. Okay, es ist gerade ausreichend. Da. Naja, okay. Von mir aus. Überall haben wir hier diese Fabriken. Wahrscheinlich habe ich hier extrem hohe... Ja, habe ich. Gut. Ich habe einen großen Überschuss, aber jetzt habe ich auch viel niedrigere Logistikkosten. Jetzt ist das gut so. Ich könnte deine Hilfe gerade gut gebrauchen. Nein, sorry. Konserven habe ich selber nicht unbedingt genug. Komm, fahr schneller hier. Ich will jetzt in die Tundra-Region wechseln. Prost. Ich nehme das Ganze übrigens zu einem Zeitpunkt auf, der sich Sonntagabend nennt. Und ich wollte eigentlich heute streamen. Bis mir dann nochmal eingefallen ist, oh, du hast am Mittag gar nicht aufgenommen. Ja. Also nehme ich jetzt auf. Ja, schön. Ist mir scheißegal, was die ist. Die hat mir einen Auftrag gegeben, die hat mich bezahlt und damit ist gut. Was haben wir hier? Trockenlegungspumpe ist fertig. Okay. Und die verbleibende Zeit ist auch vorbei. Das heißt, unvermeidbare Bösartigkeiten ist so gut wie fertig. Also wir haben uns ja leicht gespoilert, indem wir ja gesehen haben, dass irgendwie noch Kisten es einzusammeln zu gilt. Oder gilt, keine Ahnung. Wir müssen noch gut. Kisten einsammeln. Alles bereit zum Hochfahren. Ja, ist gut. Ich muss mich mal... Und wir hoffen, dass es gut läuft. Das Team ist evakuiert, also legen Sie den Schalter um, sobald Sie bereit sind. Achso, nix Kisten einsammeln, sondern einfach nur umlegen. Okay, von mir aus. Ich muss hier noch irgendwelche Kisten sammeln, ne? Achso, die war das, wo ich hier einsammeln muss. Ah ja, gut, okay. Also, hier dann, zack. Wenn ich könnte, würde ich mich... Was soll ich machen? Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis, ja, ist gut, an bestimmten Gütern. Aktivieren Sie Temperatureinheit auf dem Gebäude. Es hat funktioniert. Das Klima im Tresor ist stabil. Sie können schon neue Module installieren und ich sehe mir in der Zwischenzeit den kaputten Atomreaktor an. Schwerindustrie-Silo. Nice. So läuft das nice. Vorbereitungen so abgeschlossen. Aber ich kann nicht ohne Sie mit der Arbeit am Generator beginnen. Als der Reaktor explodiert ist, haben meine Bosse einfach ein Betreten-Verboten-Schild an den Sektor gehängt. Aber die meisten Wracks sind noch da. Es gibt jede Menge für uns zu tun. Okay, von mir aus müssen wir das. Also, was ich wahrscheinlich auch noch im Laufe machen muss, ist hier diese neuartigen Teile da zu produzieren. Und zwar diese hier. Dafür brauchen wir Kobalt und Naturgas. Ah ja, dafür brauchen wir das Naturgas. Okay. Aber Kobalt herzubekommen, das wird auf jeden Fall schwierig werden. Auf jeden Fall sehr beruhigend, dass wir diese Dinge auch mit dem Ding komplett verdoppeln können. Scheiße nur, dass die Unterhaltskosten auch dadurch verdoppelt werden. Ja, fast gut. Also merke, das Einzige, woran ich sparen kann, ist unterhaltsmäßig bei den Elektroeinheiten. Aber gut. Das, ja. Das war ja klar. Hier zum Beispiel. Hier haben wir ein Naturgasfeld. Und gegenüber gleich ein Riesen Gaskraftwerk. So muss das sein. Und hier vorne
Hier wird Geld gespart. Da wird zum Beispiel gesagt, da drin, Brennstäbe. Ah, die brauchen keinen Stahl zur Abschirmung oder kein Blei. Da reicht Plastik. So einfach ist das. Was habe ich denn jetzt geschafft? Was bist du denn schon wieder? Bist du bereit für eine kleine Herausforderung? Geheimnisvolle. Befestigen Sie Sensordrohne, folgen Sie dem Drohnensignal. Ja, ja. Das hast du echt gut gemacht. Was? Ich hab's bestätigt. Toll. Und jetzt? Okay, jetzt muss ich... Ich muss so viel mit meinem Flugzeug hier gerade machen. Jetzt chillt doch mal. Eure fucking Basis ist gut, Mann. Ich kann schon wieder ausbauen. Ach ja, stimmt. Das darf ich ja nicht, weil... Hehe, okay. Ich rede gerade ein bisschen viel und schnell, kann das sein? Ich muss mal ein bisschen runterkommen hier so. Husa! Dann ist gut. Kann mir auch ein bisschen anders hinsetzen. Ja. Aber ich soll vielleicht nicht mit meinem Schwenkarm den Monitor halb umstoßen. Dann wäre es noch besser. Jetzt habe ich mich nicht... ziemlich kaum anders hingesetzt, aber passt schon. So, genau. Einmal abladen, bitte. Das war beeindruckend mit anzusehen. Vielen Dank dafür. So, mach mal. Folgen Sie dem Drohnensignal und sammeln Sie... Ja, ja, ich muss eigentlich bei dem anderen das ja auch machen. Im Gange. Also, eigentlich ist es schlecht, das zu machen jetzt. Na gut. Von mir aus. Da oben ist es hier. Ah ja, da ist es. Dann bitte einmal einsammeln. So, was gibt's denn da noch? Oh, um Gottes Willen. Da muss ich ja wirklich rumfahren, ey. Oder rumfliegen, besser gesagt. Ja, in der Zwischenzeit würde ich eigentlich ganz gern was anderes machen, aber ich bezweifle, dass das geht. Wir könnten ja auch mal hier versuchen, die Leute einigermaßen unter Kontrolle zu bekommen und gleichzeitig auch noch, ja, ein bisschen das Budget nach oben zu treiben. Ich bin so gerne in meinem Labor, da fällt sie mir kaum auf. Konservennahrung, ist die noch zuhauf da? Würde mich natürlich freuen. Cool, okay, wir haben schon wieder Stimulanzen zu wenig. Leute, ist gut. Okay, Konserven haben wir genug da. Vitamindrinks wahrscheinlich nicht. Nee, haben wir tatsächlich nicht. Gemeinschaft ist gut. Smart-Drohnen. Wo produziere ich die denn? Wo produziere ich die Smart-Drohnen? Also davon haben wir noch drei da. Das ist dieser landwirtschaftliche Betrieb. Ach ja, das war das da hinten. Genau. Hier war das. Mit Kobalt und diesen Nano-Chips. Hallo? Du hast nichts gefunden? Nee, ich bin zu weit. Bestätigt. Warum bin ich zu weit? So, fliege einmal um die Berge herum. Da ist es. Und das muss ich gleich nochmal mit 5 Dingen tun. Apropos, hier gibt's was. Fertig trockengelegt. Sumpf wurde erfolgreich trockengelegt. Dann können wir ja gleich das nächste beginnen. Ziemlicher Landgewinn, was? Ja, und sobald wir alles fertig haben, kann ich den Import von Superlegierung und von Baubots extremst senken. Wo war ich jetzt gerade? Da unten ist er. Genau, da ist er fertig. Der andere ist quasi so in der Nähe. Nee, ist er nicht. Okay, 1 in die Richtung. Das heißt hier drüben. Da war ich doch gerade eben. Nee, halt. Hier entlang. Oder da entlang, besser gesagt. Vielleicht hier oben drauf? Mann. Und das muss ich dann gleich... Ich hab... Kacke. So, Baubots hier. Einmal nochmal auffüllen, bitte. Hier wird er gerade gebaut. Und ich glaube, dann gibt es noch eine hier hinten. Genau. Das ist dann noch die zweite 15er und dann ist alles gut. Schön. Hier ist die Kobaltmine. Wie viel verbraucht es dann pro Minute? Verbrauch 0. Sehr interessant auf jeden Fall. Muss ich davon echt nichts bauen? Befestigen Sie, bringen Sie... Nö, muss ich nicht befestigen. Da ist mein Flugzeug. Flugzeug, Flugzeug... 1. Das heißt, ich muss hier entlang irgendwo. Hei, 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 hei. Hä?
Wo fliegst du hin? Och nö, du musst einmal komplett um die Bergkette rum. Wieso kann mir das nicht einfach angezeigt werden? Nee, dann muss es so eine dämliche Suche sein. Ich will es sofort haben. Ja, ich bin ungeduldig. Also, wo bist du denn? Ah, 2, 3. 3, 3 heißt nee. 3 ist nah, nah. Da ist nah. Nee, halt, das war das, wo ich hingepeilt hab. Da ist es. Gefunden. Entweder erneuern wir die Genehmigung oder wir geben die Route auf. Moment, aber 17.700, kann es sein, dass das deutlich weniger ist, als ich eigentlich erst gedacht hatte? Okay, ist nur eins. Gut. Ich vermute mal irgendwo da. Was ich aber jetzt tatsächlich mal mache, ist den Export noch weiter erhöhen. Einfach, weil es geht. Die Welt ist klein, was? Das war jetzt nicht unbedingt sehr nett. Für alle, die dies hassen, wenn Finger oder irgendwelche Gelenke geknackst werden. Ja. Ihr habt es jetzt gerade nicht gehört, ne? Da sind wir uns einig. So, mach mal hinne da. Einmal rein. Einmal danke. So, Export erhöhen. Luxuskost. Jojo. Wie schaut's da aus? Wir haben, also wir brauchen wieder Sojabohnen fürs Fleisch. Wir brauchen Wein und dann das Ganze in Luxuskostüm zu wandeln. Okay. Wir brauchen Manager, wir brauchen Sojabohnen. Hat der schon sein Limit erreicht? Nope, hat er nicht mehr. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. So, so, Limit erreicht. Jetzt hat er 10. Hier. Nein, nicht M. Nicht M drücken. Hier. Gut, jetzt hat er 8. Dann brauchen wir hier vielleicht noch eine Straße durch. Damit ich irgendwo ansetzen kann. Noch weiter. Eigentlich müsste ich jetzt langsam irgendwann mal da eine Querstraße rüberziehen. Sonst funktioniert das so nicht. Zumindest nicht gut. Ja, oder ich setze dann hier einfach so ein... Aber der, ja, es ist halt trotzdem irgendwie so suboptimal alles, ne? Ja, gut, gut, gut. Das Ding... Ja, das ist immer gleich groß. Das ist auf jeden Fall sehr geil in der Hinsicht, wenn man mal bedenkt, ich kann dann alle einfach rüberziehen und dann einfach so ein weiteres Modul da hinsetzen. Dann ist einfach doppelt so groß. Das ist gut, doppelt so gut. Das ist... Auf jeden Fall sehr nice. Auf jeden Fall sehr nice. Wir brauchen mehr Fleisch. Nicht schon wieder M. Punkt. Dankeschön. So. Plus 11. Und schon wieder kein Strom. Wo produziere ich gerade meinen Strom? Da sind Algen, Algen, Wasser. Strom. So. Und dann kann ich hier eigentlich den auch gleich in Betrieb setzen. So. Dann brauche ich mehr Wein. Mehr Weingut. Zu teuer. Na toll. Ja, das ist suboptimal. Wir brauchen mehr Geld. Wir brauchen mehr Geld. Ich weiß, dass es nicht über offizielle Kanäle kommt. Oh, perfekt. Finden Sie... Es ist mit Ihnen am Steuer, kann nichts schief gehen. Das ist zwar schon wieder suchen und ich mag nicht suchen, aber das gibt Geld. Und das heißt, ich muss sofort. Sofort handeln, sofort umsetzen und der wird ja wohl irgendwie gemarkt sein, wenn ich dann mal über ihm drüber bin. Hoffentlich ist er nicht in Städten drin. Das habe ich immer gehasst bei Anno 2070, wenn sich die Mitarbeiter in Städten versteckt haben. Da hätte ich kotzen so können. So eine schöne Werft und sie setzt nur... Ja, soll sie auch. Ich mache dann vielleicht irgendwann nochmal die schweren Schlachten, wenn ich dann genug Geld habe, dass ich es auch aufrüste und so. Aber das dauert alles. Hallöchen. Guten Tag. Ich glaube, du bist der... Ja, diese Leistung hat 5 Sterne verdient. Ja, danke. Du lässt dir wirklich Zeit.
Boah, sag mal, ey, der kann ja echt nur meckern. Mecker, 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 mecker. Na toll. Jetzt wäre es perfekt ausgeglichen. Aber nee. Jetzt muss erstmal. Halt. Nein, 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 nein. Stopp. M. So. Und dann, so, so. Hm. Das ist irgendwie. Wenn ich jetzt nochmal so eins mache, dann. Ich kann gar keine Querstraße da ziehen. Mann. Die Logistikkosten. Ja, gut, betragen noch 4. Das heißt, da ist eigentlich noch alles gut. So, dann, ja, dann brauche ich mich gar nicht beschweren. Also, wir haben 12 Fleisch, wir haben 12 Wein. Das heißt, wir können ganz einfach hier hingehen und sagen: 1, 2, 3. Juhu, vollerer! Mehr Export. Routenübersicht: Das Ding hier auf 75 erhöhen. Und bestätigen. Die Route ist registriert. 9000! Sehr gut. Verarbeite Informationen. Das ist Bombe. Gut, wir haben gerade die Situation, dass wir 75, also wir haben noch beide Handelsrouten, die wir auf noch über eine Stunde haben. Das bedeutet, dadurch, dass uns hier nur die üblichen Produkte fehlen, das heißt, bionische Erweiterung, okay, Neuroimplantate fehlen, das ist nicht gut, aber das ist normal, okay. Hier fehlen die Quantencomputer und hier fehlen auch Quantencomputer. Das bedeutet, ich setze hier einen Schnitt. Für euch ist es nur ein Augenschnipsen. Für mich wird es wohl so circa eine halbe Stunde sein, dass ich hier mal ein bisschen Credits anhäufe. Und wir sehen uns gleich wieder. Ich habe außerdem rechte Maustaste gedrückt gehalten. So, ich esse mal von allem ein bisschen was. So, ja, ich habe mir eine ganz gemütliche halbe Stunde ein Video reingezogen. Und wie ihr sehen könnt, wir befinden uns gerade mal 354.000 im Plus. Das ist nicht besonders viel, meine Damen und Herren. Das ist nicht gut. Und nun ja. Das ist alles so mehr oder weniger suboptimal und vielleicht muss ich da in Zukunft dann doch nochmal das ein bisschen anders handhaben, dass ich dann mal vielleicht doch das Spiel starte und halt wirklich mir am Arsch lecken lasse, meinen Chromecast nehme und mich irgendwo hinsetze, in Sessel, Couch, whatever. Du bewegst dich anscheinend, das ist halt, du bist falsch, Kollege Schnürschuh, du musst dahin.